Der LASK kann auch in der Liga daheim in Pasching gewinnen. Am Wochenende 2:0 gegen den SK Sturm. Und wir haben heute gleich zwei Gäste. Peter Michwal, den schalten wir gleich dazu. Und unseren Orti, hallo. Servus, hi. Ein Sieg bringt immer nur 3 Punkte. Der in Pasching jetzt gegen den SK Sturm. Vielleicht noch ein bisschen was extra? Ja, na klar, speziell gegen so einen unmittelbaren Tabellennachbarn, die eigentlich auch eine sehr gute Saison auch spielen, eine ähnliche Spielweise vielleicht auch an den Tag legen. Finde ich, waren es ganz, ganz wichtige Punkte. Und ich glaube auch, dass es auch wichtig ist, dass diese Rufe nach diesem Heimkomplex jetzt langsam stillen. Ja, Tabellennachbar hast du gesagt. Das ist auch gleich das Stichwort für die Tabelle. Schauen wir rauf, da hat es einen Platzwechsel gegeben zwischen dem LASK und dem SK Sturm Graz. Der LASK hat sich um einen Platz verbessert. Wie wichtig ist dieser Aspekt zum jetzigen Zeitpunkt? Ist der überhaupt wichtig? Nein, eher psychologisch, denke ich, oder vielleicht auch der Selbstanspruch, dass man sie vielleicht jetzt auch in der Tabelle dort findet, wo man sie vielleicht auch sieht. Aber ich denke schon, mit jedem Spieltag hat sie auch mehr Aussagekraft, die Tabelle, und die Mannschaften stehen langsam auch alle dort, wo ich sie auch grob sehe. Der LASK, denke ich, nähert sich wieder dem auch an, dass man ja Richtung Salzburg klettert, nach oben klettert. Aber da braucht man natürlich auch bessere Leistungen, und die haben sie in den letzten Wochen jetzt auch wieder langsam stabilisiert, und das war jetzt ganz wichtig vor allem. Ja, ein guter Zeitpunkt, um PC Michwal dazu zu holen. Hallo, nach Pasching in die Geschäftsstelle. Peter Michwal heute eigentlich frei. Schön, dass Sie sich dennoch Zeit genommen haben. Wie wichtig war der Sieg gegen Sturm? Ja, zuerst mal Grüße nach Wien. Der Sieg gestern war natürlich für uns extrem wichtig, dass wir mal in Pasching wieder angeschrieben haben. Das wurde ja die letzten Wochen zum Thema. Aber ja, wir sind sehr glücklich über die 3 Punkte. Dazu noch gegen einen direkten Konkurrenten. Jetzt stehen wir wieder auf Platz 3, und die Leistungskurve zeigt wieder nach oben. Inwieweit war das Thema in der Mannschaft, dass man in Pasching nicht gewinnen konnte? Von außen war es sehr präsent, hat es immer wieder diese Unkenrufe gegeben. Der Platz in Pasching, der ist ein bisschen kleiner, der LASK braucht auch die Breite des Feldes. Wie war das in der Mannschaft? Ja, wenn du es natürlich so oft liest, wie du es dann durch die Medien mitbekommst, dann wird es natürlich zum Thema. Aber ich glaube, mit dem Spiel gestern haben wir das wieder beiseite geschoben. Ich denke, dass das gestern ein grundsolider Auftritt von uns war. Es geht natürlich immer besser, das wissen wir. Wir haben uns vorne nicht viele Torchancen herausgespielt, waren sehr effizient. Aber ja, solche Arbeitssiege brauchst du, dass das Selbstvertrauen wieder steigt. Und ich bin mir sicher, dass in den nächsten Wochen dann auch wieder besser laufen wird. Tore, auf die wir gern noch einmal zurückblicken. Jojo Eggestein, der hat das mit seiner Extraklasse gemacht. Du kannst es nicht hören, ich gell? Das war so nicht gewollt. Das halten wir jetzt fest. Ja, ich habe mir sofort gedacht, dass er den so wollte. Ist auch völlig egal, weil der Ball im Tor war. Aber dann sagen, ja, der wollte eigentlich den schon so machen. Ja, lass mir das bitte. Ein Striker macht das, was er macht. Ist, dass er schießen. Das zählt ja viel mehr. Und genauso auch Hüseyin Balic. Heute wird er 25. Happy Birthday auch von dieser Stelle. War jetzt auch über Umwege rein, dieser Ball. Aber auch da drauf und gehen wir. Ja, und den Haken macht er relativ gerne. Das soll jetzt in der Liga auch herumsprechen, denke ich. Das hat er schon öfter gezeigt heuer. Aber im PC wird es egal sein. Ihm wird es egal sein. Wir waren ein bisschen enttäuscht, Peter Michwal. Wir hätten eigentlich mit einem Kopfballtreffer gerechnet von Ihnen. Was war da los? Ja, gestern habe ich wieder die Eckkörner mehr schießen müssen, als dass ich in der Mitte zum Kopfball hätte kommen können. Somit habe ich meine Stärke nicht zeigen können, aber ich werde es mal für die nächsten Spiele wieder aufheben. Ja, wie in St. Pölten. Das ist ja ganz interessant, Orti. PC Michwal macht seine ersten Kopfballtreffer in der Liga. James Holland hat überhaupt beim LASK in der Liga die ersten Male getroffen. Wie er mit dir bei der Austria war, hat er nie getroffen in der Bundesliga. Wieso ist das beim LASK so? Ja, die Frage muss ich nochmal weiterleiten. Bitte, warum ist das eigentlich so? Oh. Ja, warum trifft der James plötzlich? Wieso treffen Sie per Kopf? Das ist auch überraschend. Ist man flexibler? Also, dass der ja, wir versuchen schon flexibler zu werden. Die Waffe beim Corner, Michael Trauner, die ist schon ein bisschen ausgelutscht. Deswegen haben wir gesagt, jetzt gehe ich einmal rein und haue ich ihm den Kopf rein. Und ja, dass der James mit dem Fuß trifft, das überrascht mich selbst immer wieder. Aber einen guten Hammer. Warte, du hast das allerbeste Schusstechnik. Ja. Und man darf nicht ganz vergessen, beim Jim ist es schon also auch
ja einfach statistisch auch viel öfter zum Abschluss kommen, das wissen wir mal zu unserer gemeinsamen Austria-Zeit war. Also er interpretiert die Rolle schon, den Tick offensiver, und du spielst ja natürlich auch jetzt neben ihm. Somit wirst du es auch mitkriegen, wenn er sie einschaltet, dass er nicht dann andere in die Restsicherung gehen muss. Ich glaube, es ist ein bisschen flexibler geworden, auch sein Spiel an sich. Er hat sich auch sehr weiterentwickelt, hat auch in der Zwischenzeit eine andere Station gehabt, auch sein Spiel hat er weiterentwickelt. Er hat auch an seinem Einwurfstil gearbeitet, er macht auch viele Übungen diesbezüglich. Also der Jimmy, wer ihn kennt, weiß es eh, dieser Beißer, Kämpfer, Arbeiter, und deswegen, das ist jetzt schon verdient, warum das so ist bei ihm. Peter, Sie und James Holland, in der Dating-Sprache würde man sagen, ein perfect match? Ja, Jimmy und ich spielen jetzt, glaube ich, schon seit 3 Jahren gemeinsam im Mittelfeld. Es funktioniert wirklich überragend, und wie es der Orti gesagt hat, wenn ich sehe, der James geht mit in die Box, dann bin ich halt in der Restsicherung. Ist egal, wer in der Box ist, Hauptsache wir bringen die Leute dort rein, und ja, wenn der Jimmy dann dort steht und abstaubt, freue ich mich genauso, wie wenn es ich bin. Beim LASK wird jetzt auch immer sehr viel thematisiert, diese Entwicklung des Spiels. Die Gegner haben sich mittlerweile eingestellt auf die DNA des LASK, auf das schnelle Umschaltspiel. Orti, welche Änderungen nimmst du als Experte wahr beim Spiel des LASK? Ja, wir haben auch letztens auf Clubhouse schon darüber diskutiert, auch der LASK, soll er es jetzt weiterentwickeln und das Spiel ein bisschen verändern, oder soll er es eigentlich auch bei seiner DNA bleiben? Also ich bin der Meinung, mit der Spielweise schaffst du es, dass du oben wo festsetzt, aber dort zu bleiben, dann musst du das Spiel weiterentwickeln, weil einfach, wenn ich mir die letzten 10, 15 Spiele hernehme, wahrscheinlich bei 12 oder 13 Spielen, ich habe es mir ein bisschen recherchiert, der LASK auch immer mehr Ballbesitz hatte. Das heißt, du musst dich mit dem Thema auseinandersetzen, ob du willst oder nicht, weil die Gegner natürlich dann auch sagen, ja, ich lasse den LASK auch kommen, und dann habe ich vielleicht Räume bei der Dreierkette, und das gab es jetzt auch schon immer wieder einmal. Deswegen, der LASK muss mit dem Thema mehr den Ball zu haben, sich auseinandersetzen und darum das Spiel auch weiterentwickeln. Peter, wie weit ist man in dieser Entwicklung schon? Wie viel Luft nach oben gibt es auch noch? Ja, wir sind noch nicht so weit, wie wir sein wollen. Es ist ja natürlich ganz klar, wir haben das Pressing 4 Jahre trainiert, und jetzt läuft es halt perfekt. Und jetzt mit Dominik Dahl haben wir versucht, im Ballbesitzspiel oder im Positionsspiel besser zu werden. Dass das nicht auf Anhieb funktionieren kann, ist klar. Und wie es der Orti sagt, viele Mannschaften geben uns jetzt einfach den Ball, und wir müssen Lösungen finden. Und ich denke, dass wir es auf dem richtigen Weg sind. Es gibt viel Luft nach oben, aber wir arbeiten jeden Tag hart daran. Wir haben jetzt wieder eine Woche Zeit, uns auf die Admira vorzubereiten, und auch da werden wir uns wieder Lösungen überlegen, wie wir im Ballbesitz besser werden. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis das immer besser funktionieren wird. Sie haben ja einen Vertrag bis 2024, da gibt es eh noch jede Menge Zeit für Entwicklungen. Steht irgendwas Großes noch an vor Vertragsende? Eine große Liga, wenn einer der Top-Ligen kommt, sagt der Jürgen Werner auch immer, dann wird er keinem Profi den Weg verstellen. Was für ein Typ, Peter, wären Sie so? Eher der Deutsche, eher der Englische, der Italienische? Für den englischen Fußball habe ich die Voraussetzungen, glaube ich, nicht. Na, Kopfball stark, ja. Die Länge, alles da. ich glaube, in England mache ich kein Kopfballtor, aber ja, ich bin beim LASK. Wir haben große Ziele diese Saison, und die verfolge ich, und mit dem Rest beschäftige mich eigentlich jetzt zurzeit gar nicht, weil es einfach so viel Arbeit gibt für uns am Trainingsplatz, und wie gesagt, wir haben Ziele, die wir erreichen wollen. Ja, und vor allem entsteht ja auch Großes auf der Linzer Kugel, das Stadion, das wird ja ein echtes Schmuckkästchen, Eröffnung dann im Sommer 22, das wollen Sie sich mit Sicherheit nicht entgehen lassen. Ja, es wird ein richtiges Schmuckkästchen, und wir alle brennen auf dieses Stadion. Der LASK braucht dieses Stadion. Wir haben uns sportlich so weiterentwickelt, und jetzt wird es einfach Zeit für ein richtig geiles Fußballstadion, und dann wird der Verein immer größer, und ich bin der festen Überzeugung, dass sich der LASK in den nächsten Jahren unter den Top 3 und den Top 2 etabliert. Da hat es zuletzt auch immer wieder Gemauschel gegeben rund um dieses Stadion. Die Kosten werden höher und. Ist das irgendwie in der Kabine auch Thema, oder tangiert euch das gar nicht? Na, es tangiert uns nicht. Das ist Sache der Medien, Sache, die uns nichts angehen. Wie gesagt, wir haben genug Arbeit am Platz. Die müssen wir verfolgen, und den Rest, da haben wir gute Leute, die das schon regeln werden. Ja, auch die erste Baustelle, wo am Ende das rauskommt, was am Anfang Orte veranschlagt wird.
Ja, das ist, du sagst vollkommen richtig, es ist eine Großbaustelle, die werden in der Regel immer ganz, ganz gerne auch überzogen, diese Budgets. Ich glaube aber, dass jetzt, wo das auch jetzt mit den Medien kurz einmal aufgepoppt ist, dieses Thema, dass sie fast explodieren könnten, dass man, glaube ich, so clevere Kaufleute auch hinter diesem Projekt hat, dass das eher nicht eintreten wird. Also ich würde da, glaube ich, einen Besen fressen, wenn das jetzt auch noch passiert, weil dann ist ja kaum mehr zum Helfen. Der Peter hat Mira schon kurz angesprochen, Hashtag Pflichtsieg, oder? Ja, vom Papier her natürlich schon, aber es wird eine richtig schwierige Aufgabe, die Admira ist im Aufwind. Ich glaube, die letzten Spiele haben sie sehr, sehr, sehr gut bestritten, auch gegen den WRC wäre ein Punkt möglich gewesen. Also wir fahren nicht hin und sagen, die drei Punkte nehmen wir einfach mit. Es wird ein hartes Stück Arbeit, aber wer uns kennt, weiß, dass wir dort alles raushauen werden und am Ende werden wir sehen, was rauskommt. Trainingsfreier Tag heute, was steht noch an? Ich glaube, Aufgabe mit dem Burm. Okay. Peter, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Liebe Grüße nach Bashing und alles Gute für die kommenden Aufgaben. Dankeschön, liebe Grüße nach Wien. Alles Gute, ciao. Danke. Orte, ciao. Die Admira, Peter hat schon angesprochen. Auch da entwickelt sich was. Was kommt da auf den LASK jetzt zu? Er hat es auch richtig gesagt, das ist schon eine unangenehme Aufgabe. Vielleicht am Papier schaut das relativ easy aus natürlich. Die sind Tabellenletzter, die hängen dort schon länger hinten drinnen. Aber was da jetzt passiert ist, auch mit den sehr cleveren Neuverpflichtungen, wie ich finde, haben sie es jetzt auch schon den WRC sehr schwer gemacht, auch sie zu schlagen. Dann haben sie die Altach unter der Woche geschlagen. Also da entwickelt sich etwas, die wirken sehr gefestigt. Ein paar routiniertere Spieler hinzugekommen. Also einfach wird es sicher nicht. Leute, vielen Dank für deine Einschätzungen. Danke auch an Sie fürs Dabeisein. Gerne auch nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von Dein Verein, LASK.